Ja, hallo Freunde, wir sind wieder da und es geht auch schon wieder weiter bei Dead Effect. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir müssen, gib deine Waffen weg. Wir müssen unsere Waffen abgeben, was natürlich nicht so toll ist, denke ich mal. Wir müssen hier auf den Knopf drücken. Jetzt haben wir keine Waffen mehr. Das ist übel. Das ist übel. Betritt das Nulllabor. Dann wollen wir mal. Und hier haben wir natürlich nichts. Wollen jetzt mal wenigstens gucken, ob hier irgendwo wieder was rumliegt, was wir mitnehmen können. Sehe aber überhaupt nichts. Gut, dann gehen wir mal und legen uns hier hin oder was oder wie. Mal gucken, was jetzt passiert. Wie, wir sind nicht okay. Oh, da ist der Typ, der uns immer hilft, oder wie, oder was? Betritt die D-Box-Kabine, wo wir jetzt wahrscheinlich auch drin sind. Er ist irgendwas am Quatschen. Oh, er will uns killen. Damit hätte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet, aber wir haben noch unsere Anfangsknarre, die leider nur sehr begrenzt schießt. Oh, ihr guckt mal, wir kriegen das von hier gebacken. Kriegen wir schon irgendwie hin, so denke ich mal. Waren jetzt hier nur so ein paar Mannequin. Ja, hat uns probiert zu kriegen. Ziel, flieh. Guck mal, wie die jetzt schreiben da oben. Ziel. Echt ein bisschen bescheuert. Gut. Die Leute hier haben wir mit unserer Standardknarre jetzt wenigstens gekillt. Aber den werde ich dafür kriegen. Er wollte uns hintergehen, er wollte uns verraten. Und ja, er quatscht halt auch viel. Wir probieren abzuhauen. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie viele kommen uns jetzt, stellen sich in den Weg an. Nein, das war jetzt nicht ganz so schlau. Ich will den aber trotzdem haben. Den kriegen wir so. Genau. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt einer hier unten. Und wenn wir kurz warten, bis er wieder aufgeladen hat, dann fahren wir wieder hoch. Und dann kriegt der weg, einer. Und da kommt noch einer. So. Den haben wir auch. Sind wir schon mal hier? Hier haben sie auch schon einen. Gequält. Oder was weiß ich, was die hier. Sieht nicht gerade. Guck mal von der anderen Seite, wie er ausschaut. Aber ich glaube, da ist nicht mehr viel los mit dem. Da können wir nichts machen. Hier auch nicht. Da kommen wir her. Dann bleibt ja wohl nur da. Die Tür. Wieder. Ach, das liebe ich, ey. Eins hätte ich auch. Wir haben einen Granatboy. Er hat sich selbst gekillt. Diesmal konnten wir es wenigstens von nächster Nähe mal betrachten. Jetzt geht die Tür zu, wenn die Tür aufgeht. Bricht ein. Ui. So. Wie? Wieso stirbt er nicht? Mit dem noch. Was sagen, Junge? Kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein hier. Ja, falls ihr irgendwas hört, da draußen fährt gerade die liebe und gute Müllabfuhr rum. Ja, nimmst du vielleicht mal das Ding? Wieso nimmt er das nicht? Doch jetzt. Von Heinrich Wagner, Projekt Dead Effect.
testen Prototyp Nummer 725 Jane Fry. Das Subjekt zeigt eine außergewöhnliche Ausdauer. Alle Kampftests waren erfolgreich. Seine Hirnaktivität scheint unbeschädigt zu sein. Das Subjekt scheint normal zu handeln. Es gibt keine nennenswerte Nebenwirkungen. Das Subjekt für die Archivierung empfohlen. So, anscheinend haben sie, ist das hier so ein kleiner Testbericht, den die hier gemacht haben. Da kommen natürlich direkt wieder 6 Millionen Leute angelaufen. Besonders die geilen Krabbler stürmen. Dann rennen wir halt mal ein bisschen hier im Kreis. Ich kenn das Spielchen, ja. Du kriegst trotzdem erstmal eine. Und dann mit dem Hut. So. Hinter mir war da noch eine. Oder nicht? Ja, das Ding muss man auf jeden Fall auch mitnehmen. So. Knarre kriegen wir anscheinend noch nicht wieder. Da liegt noch ein bisschen was. Geld. Sorry, ich musste kurz mal husten. Da ist wieder so eine Kammer. Da gehen wir kurz rein. Suit upgrade chamber ready for use. Und nehmen uns das Händchen wieder. Verbessern, fortsetzen. Upgrade applied. Enjoy. Sehr gut. Ein Schrank noch, wo wir uns etwas Kohle garantiert rausholen können. Und so ist es auch. 4100. Und erstmal gucken, wohin. Manchmal geht's nicht. Keine Ahnung warum. Müssen wir halt gucken, wo lang. Anzeigen tut er mir das momentan nicht, aber es gibt nur eine Tür, so wie es aussieht. Also. Und dann kommen wir hier. Ja, manchmal sieht das alles hier ein bisschen gleich aus, aber hier kommen wir auf jeden Fall her. Ja, angezeigt wird es mir echt nicht. Wahrscheinlich müssen wir hier wieder, und so ist es auch, erstmal wieder hacken. Wir müssen hacken. Das war ganz schön knapp. Das war ganz schön knapp. Und den, wow, haben wir trotzdem noch ein bisschen was Kohle auch bekommen. 4, 3, 8. Der will uns irgendwas erzählen hier. Wir werden verloren und hin und her. Wir sollen es nicht probieren, aber wir probieren es trotzdem. Ihr kennt es. Wir lassen uns doch nicht hier von solchen Typen, die uns hintergehen, auch noch beleidigen. Mal eben kurz gucken, aber hier ist auch nichts drin. Ich meine, da hätten die ja schon was reintun können hier, ne? Oder? Soll das einfach nur Licht sein? Ich weiß es nicht. So, es wird wieder dunkler. Der chillt. Wenn er jetzt aufstehen würde, wäre hart. Oh, da vorne ist einer. Oh, da sind noch mehr. Damit war er jetzt nicht zu rechnen. Wir haben immer noch keine Knarre. 6 Millionen Leute hier. Sehr schön. Oh, hat uns getroffen. Das gefällt mir gar nicht. Lauf doch, du Arsch. Ich habe nur noch einen Energiepunkt. Ich muss schnell hier rein. Nee, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ist das eine dumme Sau? Raus hier, Mann. Raus, raus. Meine Güte, sowieso kann der dann nicht an der Seite da irgendwie da raus, ist eigentlich nur behindert so. Oder warum renne ich da überhaupt rein? Ach, keine Ahnung. War jetzt ein bisschen blöd. Das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, müssen wir wieder 4000 bezahlen. Allerdings habe ich doch noch ein paar gekriegt. Ich
hoffe, der komische Granataffe war da drunter. Jetzt kommen sie alle von da hinten. Also die Ausdauer geht auf jeden Fall sehr, sehr schnell runter. Habe ich jetzt doch alle hier oder wie oder was? Nee, ja, da bin ich gerade verreckt. Ich glaube, das bin ich doch. Hallo? Hallo? War ich das? Bin ich der Typ hier? Das war das Ärmchen. Und gute Nacht. Ja, ich wollte gerade sagen, warum geht das nicht auf? Na gut, die Kohle haben wir jetzt fast wieder bekommen. Ey, Alter! Du kriegst erstmal einen Stromstoß. Und noch einen, weil es so schön war. Ja, wir schießen. Rotz gegen die Wand. Ey, Alter! Du kriegst noch einen, Mann. Kriegst so viele Stromstöße, bis das endlich kapiert. So, haben wir hier noch irgendwo was? Ich will endlich meine Knarren wieder haben. Ich meine, das Ding ist zwar nicht so schlecht, ne? Aber es kann man wieder aufrüsten, noch sonst irgendwas. Entschuldigung, heute bin ich irgendwie ein bisschen... Also, vielleicht hört ihr das auch. Leicht am... Ein bisschen am Pfeifen hier. Da brauche ich jetzt nicht rein. Aber ich glaube, ich bin richtig. Muss ich hier hoch? Bestimmt. Beziehungsweise runter. Jetzt hier drauf wieder, oder was? Das hatten wir doch schon mal. Hä? Gehe ich jetzt nicht. Hier muss ich drauf oder muss ich da später drauf? Was ist übertragen jetzt? Gucken wir mal nach. Hä? Wieso komme ich hier nicht hin? Hier, aber der geht nicht da drauf. Ich kann hier nichts machen. Also. Hallo? Das ist ja etwas komisch. Da kann ich auch nichts machen. Hilfe gibt's nicht. Fliehen kann ich nicht. Weil er da vorne nicht dran geht. Hab ich hier oben was vergessen vielleicht? Irgendwas vergessen einzuschalten oder so? Brauche ich wieder einen Code für irgendwas? Ich bin überfragt. Hier ist ein Leppi wenigstens noch. Von Systemwartung. Yo, hey, Sir, sind Sie hinter mir? Sei vorsichtig. Die Dekontaminationszone führt zum Nulllabor. Lass sie nicht. Und dann ist die Nachricht auch beendet. Wie gesagt, ich bin hier wirklich sehr stark momentan, weil es irgendwie nicht weitergeht. Fliehen können wir nicht, da vorne ging der jetzt nicht dran. Waffen haben wir auch nicht. Hier vielleicht noch? Oh, nee, hier. Kamen wir ja auch her, glaube ich, oder? Kamen wir da her, mal eben kurz reingucken. Ja, sorry, dass wir jetzt hier ein bisschen suchen müssen. Ich dachte eigentlich, es würde munter weitergehen. Ich kriege ja auch keine Hilfestellung, also keinen Pfeil oder sonstiges. Aber ich glaube, wir bewegen uns jetzt hier ein bisschen zu weit weg.
haben wir jetzt zwar noch ein Schränkchen gefunden, aber den könnten wir jetzt eigentlich auch verzichten, wenn wir jetzt den ganzen Scheißweg wieder zurückrennen müssen. Da habe ich nämlich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber da liegt auch noch was. Meine Güte. Und sogar noch so ein Ding. Mann, Mann, Mann. Was haben wir denn hier? Oh, vielleicht habe ich hier was vergessen, weil hier noch einer rumläuft. Mal ein bisschen. Eine Granate zumindest. Ich guck nur, dass. Ja, ich weiß nicht, ob da einer kommt, aber. Von Jugend Pavlovic. Professor, ich habe eine gute Nachricht. Die DE funktioniert auf den animalen Subjekten ohne sichtbare Probleme. Wir können zur nächsten Phase überwechseln. Wir werden humane Subjekte testen. Also, die sind hier wirklich und haben an Menschen experimentiert. Es war jetzt nichts Neues in dem Sinne. Aber wie gesagt, diese Typen. Und hier noch ein Diamant. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie wir jetzt hier weiterkommen. Kann sein, dass das jetzt was länger dauert. Da ist noch so ein Schränkchen. Meine Güte, dauert aber lange, das aufzukriegen. Muss ja ein bisschen lohnen. Ne, lohnt sich fast gar nicht. 1700. Na gut, besser wie nix. Tja, wir haben den Überblick verloren. Also irgendwas haben wir irgendwo übersehen, würde ich mal sagen. Da können wir auch nichts mehr machen. Ich denke, da müssen wir lang. Hier können wir auch nichts machen. Also müssen wir nach da oben auf jeden Fall. Oder runter. Wir müssen hier irgendwie drauf, oder nicht? Also, ich bin momentan wirklich, warum der sich nicht hier drauf legt, oder was weiß ich. Ich weiß nicht, was der von mir will. Ich weiß nicht, was der von mir will. Ist das ein Bug vielleicht? Kann das ein Bug sein? Weil ich soll er ja dran gehen, aber irgendwie macht er nichts. Das wäre natürlich ärgerlich. Das wäre natürlich ärgerlich. Nö. Da kommen wir nicht lang. Ja, Freunde, ich würde sagen, dann müssen wir erstmal hier Pause machen, bis ich das gefunden habe, weil ich jetzt keine Lust habe, hier jetzt stundenlang rumzulaufen und euch damit zu langweilen, um zu suchen, so wie das jetzt hier weitergeht oder ob das ein Bug ist oder nicht. Deswegen würde ich sagen, melde ich mich einfach wieder, wenn ich weiß, so wie es hier weitergeht. Und noch mal kurz hier gucken, aber nee, hier tut sich überall eigentlich gar nichts. Und wie gesagt, ich verstehe nicht, warum ich da nicht dran komme hier vorne. Hier ist ein Computer zwar, aber da funktioniert nichts. Und kann irgendwie da nicht drauf drücken. Also keine Ahnung, was hier abgeht. Dann müssen wir mal eben kurz hier anhalten und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, hallo Freunde. Da sind wir wieder. Und
Ja, ich glaube, wir haben eine Tür vergessen gehabt, die wir noch nicht geöffnet haben. Deswegen geht es erstmal weiter und haben jetzt noch ein Läppi gefunden hier von Heinrich Wagner. Dr. Dapper hat uns den Zugang zur Kyrokammer der Einheit 13 erteilt. Die Mitglieder der Einheit 13 sind eine Goldgrube mit perfektem genetischem Material. Wir gehen sofort an die Arbeit. Ich musste hier nochmal zurücklaufen so und haben wirklich hier noch eine Tür vergessen, die wir hacken müssen. Da sind wir irgendwie so dran vorbeigelatscht, was natürlich nicht ganz so toll ist. 746 ist der Code. Diesmal war es doch etwas leichter, denn es waren dreimal die gleichen Dinger, die wir machen konnten. Und hier ist jetzt anscheinend die Tür. Wir sind anscheinend doch zurückgegangen und ja, weiß ich nicht, haben wir irgendwie ein bisschen blöd gemacht und dann ist es nämlich auch schon vorbei gewesen. Absolut lachhaft eigentlich. Leistung zuerkannt. Ich brauche keine Superkräfte. Ich brauche nur mein komisches elektronisches Gerät. Die Spieldauer hat natürlich jetzt ein bisschen was gelitten gehabt, aber trotzdem 31 Minuten getötete Monster, 35 Kopfschüsse, nur 17, aber wir sollten auch mehr bekommen. Wir hatten ja nur unsere Dings. Genauigkeit 85%, natürlich beim Elektroschocker sehr gut. Geheimkugeln haben wir diesmal alle gefunden, finde ich äußerst cool. Tablets aber nur sehr wenig. Ob von 13 Stück haben wir nur 4 gefunden, da frage ich mich wirklich, wo die anderen rumgelegen haben. Die Kredite haben wir auf jeden Fall alle gefunden, 26.800 Stück von 26.800. Leistung 2 von 3, Missionsstatus 74%, ich glaube bis jetzt das Beste, was wir gemacht haben. Also im Prinzip ganz gut, bis auf die Tablets, die wir nicht alle gefunden haben. Ist natürlich ein bisschen übel. So, 39.500 haben wir. Wir werden auf jeden Fall die Nachladezeit erstmal etwas höher tun, dass das schneller geht und die Genauigkeit unserer Knarre auch ein bisschen höher, so dass das ein bisschen besser ist. So, damit hätten wir auch die Mission Flee erledigt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein! Wir sehen uns. Und danke fürs Einschalten.